hier einen super Platz gefunden, schön hier im Wald gelegen. Ich will morgen hier noch mal einen Cache machen oder mehrere. Hat mir meine Cousine empfohlen. Danke, Margita. Jedenfalls Eichhörnchenweg nennt sich das. Sind hier 10, 15, weiß nicht wie viel das sind. Jedenfalls alles leicht zu finden wahrscheinlich. Eine schöne kleine Runde hier im Röhrsdorf. Gauernitz. Bevor hier jemand sich aufregt, da ich krankgeschrieben bin und trotzdem draußen mich rumtreibe, meine Ärztin erlaubt mir, dass ich mich draußen rumtreibe. Es geht ja auch hauptsächlich darum, dass ich nie schwer heben darf. Ich will mein Gebiss ruhig halten, nie allzu viel quatsche und esse. Und mein Auge trocken und feucht und sauber halte. Meine Augentropfen habe ich mit. Und auch dieses Glas für die Nacht, das hatte ich schon mal eingeblendet im Video. Werde ich dann hier noch ein gemütliches Bierchen trinken, schön draußen im Wald. Und morgen nach dem Frühstück geht es dann gemütlich los. Und was mir bei dem Unfall klar geworden ist, das kann so schnell gehen, dass du mit einem Mal weg vom Fenster bist. Wie schnell hätte ich mir bei dem Flug über den Lenker das Genick haben brechen können? Da habe ich mir gesagt, jetzt lässt du dich von nichts mehr abhalten und machst nur noch das, was dir gefällt. Und nutzt jede Zeit, die du hast. Auf geht's zum Cache. Zum einen ist mein Gimbal kaputt. Da werden die Bilder wieder ziemlich wackelig. Die Grundstücke sind hier unbewohnt. Das ist bloß hier eine Wiese am Hang und auf dem anderen steht irgend so ein kleines Gartengeräteschuppen. Also bin ich hier ziemlich ruhig an der Straße. Und der Weg geht gleich los hier, das ist gleich der Eichhörnchenweg. Vielleicht sehen wir auch noch Eichhörnchen heute Abend. Ja, jetzt 200 Meter in den Wald rein, habe ich sogar noch einen besseren Platz gefunden. Sogar schon in der Hand gehabt. Und ich stehe doch wieder an dem ersten Platz, weil da hinten war es zu uneben. Schlecht, wenn man im Auto schlafen will. Ja, habe mich gestern doch wieder hier vorne hingestellt. Da hinten stand ich zu schräg, wo ich noch hin wollte. Hier habe ich mir gestern schon geholt. Jetzt holen wir noch ein gemütliches Käffchen und dann geht's los. So, geht los. Hier hinten gefunden. So. Hier beide Schmerzbild, Zähne aus. Das
Ich habe rechts vom Weg über den kurzen büschelfreien Bereich erreichbar. Baumscheibe. Drüber gestolpert, darf jemand. Schräg mit. Ich habe erst unten gesucht, kann mir nicht vorstellen, was er mit Baumscheiben meint. Bereich ist hier der ganze Bereich, sag ich mal, den er mir zwischen 15 und 3 Meter immer wieder anzeigt. Ich hatte erst hier unter den Wurzeln gesucht, vom Bach aus, aber da am liebsten würde ich unter einer Baumscheibe eine Scheibe von einem Baumstamm vermuten. Nicht, ob hier nirgends eine rum ist, sind keine Bäume abgesehen. Die zweite Variante könnte man ja den Wurzelbereich vermuten. Der ist ja auch scheibenförmig meistens angelegt. Aber ich habe mir schon alles abgesucht und nichts gefunden. Ja, glaube ich, gebe auf. Das dauert zu lange. Das soll eigentlich nicht weiter weg als 3 Meter vom Weg liegen. Aber auch hier vor und hinterm Bach nichts zu finden. Vor allem keinen richtigen Plan, was da unter einer Baumscheibe steht. Zwei haben geschrieben, man soll nicht drüber stolpern. Aber auch hier, keine Ahnung. Bin jetzt zwar nochmal, nachdem ich gesagt habe, ich gebe es auf, doch nochmal 10 Minuten hier und her geschrollt. Auch hier unten nochmal überall gegraben. Aber kein Plan. Auch weiter oben ist nichts zu sehen, weil hier jemand schrieb, alles eine Frage der Größe, aber wenn man drüber stolpert, müsste es ja eher unten sein. Aber hier ist ja nichts zum Stolpern. Doch hier, das ist ja böse. Die liegen hier wirklich dicht an dicht. Er hatte geschrieben, auch 3 Meter vom Weg. Gleiches Versteck wie Nummer 4.
mal der Autobahn. Leider etwas verwackelt heute die Bilder. Mein Gimbal ist ausgestiegen. Wenn ich Glück habe, ich habe natürlich kein Akku-Pack mitgebracht. Wenn ich Glück habe, steigt unterwegs das Handy und die Kamera auch noch an. Weil ich schon zu lange das Handy anhabe. Das ist noch auf 80%. Gleiches Versteck wie EW0. Fünfmal drüber weggelaufen. Ich bin gerade noch mal ein Stück weggelaufen, weil da zwei Leute entgegenkamen. Ja, beziehungsweise die gleiche Richtung wie ich. Ich bin dann entgegengelaufen, aber hätte ich gar nicht machen brauchen, weil die haben auch die Dose gefüllt. Ich sah dann von hinten zusammen. Nächste ist in 150 Meter Abstand im Totholz. Links vom Weg im Totholz. Das wird wohl der Haufen hier sein. Tja, ich finde es schon wieder nicht. Außer so ein Mist hier. Könnt ihr euren Dreck nicht verbuddeln wenigstens? Ja, während ich hier noch im Regen stehe und überlege, was ich mache, ob ich wieder abbreche oder mal warten, das regnet schon mindestens 10 Minuten durch. Ziemlich ungemütlich. Und ich bin ja, wie immer eigentlich, wieder nie richtig angezogen für das Wetter. Aber während ich hier da stand, fiel mir doch was auf. Mal wieder aufgehört mit Regnen. Ja, nur beobachten, beziehungsweise was sagt die Wetter. Oder ob es auch das mal gar nicht. Weil wir haben hier kein richtiges Internet. Jetzt habe ich eh noch mal einen Grund mehr abzubrechen. Ich habe die Cache nie gespeichert. Die waren nur online vorhanden. Und hier unten im Tal habe ich jetzt gar kein Internet mehr. Entweder ich kratze nochmal hier am Berg hoch. Aber meine Wetter-App sagt auch nicht. Aber ich habe ja den Eindruck, das regnet sich jetzt ein. Und den ganzen Tag hier durch den Regen mit den dünnen Jäckchen, das macht nicht gerade Spaß. Die Wörter haben und die Flaschbier mit. Jetzt habe ich ein kleines bisschen Internet wieder gefunden. Ladekäse. Geschätzte Zeit 6 Minuten. Danach gucken wir mal, geschätzte Zeit 23 Minuten, die haben sie doch nie alle. Ist es doch nie eingeregnet. Jenny kommt wieder. Ich bin immer noch am Runterladen.
geschätzt seit 4 Minuten. Gott sei Dank bin ich nie weitergelaufen. Hinweis ist rechts des Weges, natürliche Brücke. Brücke würde ich das heute unbedingt nie gerade nutzen wollen. Kann auch der da vorne sein. Aber alles dem Bogenkäfer zum Opfer gefallen. Teilweise ganz viel Gewürzt erhielt. Habe ich ja schon eine ganze Weile gesucht. Und als ich jetzt mal von unten guckte, da ist eine Unregelmäßigkeit. Ich muss erst mal wieder hochkommen. Und hier muss ich einen Log mit reinschreiben, dass der nächste wieder reinlegen soll. Ich werde das jetzt erstmal auf den Tisch legen hier. Hier regnen die nächsten Stunden und dann so, kommen wir zum nächsten. Links des Weges, Baum, Rückseite. Wenn wir heute Abend sehen, wenn ich die Dinger logge. Der Hinweis zum nächsten wäre rechts des Weges beim Totholz. Ja, rechts des Weges am Totholz. Das könnte da hinten sein. Das könnte auch hier sein. Ich glaube, hier hat er sich was besonders Fieses einfallen lassen. Nee, weiß nicht. Ich habe jedenfalls bei beiden schon gesucht. Und mir ist nichts aufgefallen, was eventuell nach einem Versteck aussieht. Ja, der Akku von der Cam ist jetzt gleich runter, aber ich habe noch die andere kleine mit
Da habe ich noch einen Akku drinne. Und notfalls habe ich ja dann meine Spiegelreflex noch dabei. Ja, also lassen wir Nummer 9 einfach mal links liegen. Oder besser gesagt rechts des Weges. Und gehen weiter. Also ich habe jetzt schon ewig gesucht hier und nichts gefunden an beiden Stellen. Und naja, da die Kameras jetzt wahrscheinlich alle beide oder alle drei bald aussteigen werden, man hätte doch wieder was zum Laden mitnehmen sollen. Naja, gut. Der nächste Hinweis: Ich soll beim amputierten Fünfling suchen. Wird ja wohl dieser hier gemeint sein. Da brauche ich auch gar nicht auf die Koordinaten gucken. Ist ja an den Autobahnen darum schon zu erkennen. Ja, mit der Spiegelreflex selbe schießen. Ah, hier knirscht aber. Das war jetzt gerade die 10. Die 11 werde ich wahrscheinlich noch schaffen. Aber das Handy macht auch nicht mehr so lange mit jetzt. Da werde ich dann sowieso aufhören müssen. Ja, den muss ich jetzt leider erstmal übergehen. Scheint genau an der Bank versteckt zu sein. Und da sitzen gerade zwei alte Hühner auf der Stange. Und da will ich jetzt nicht suchen, solange die dort sitzen. Vom 25. April schreibt Bärchen 07, dass die hier in Garmin gefunden haben. Also wer sein GPS-Gerät vermisst, mal bei Bärchen.007 melden. So, der nächste. Der ist als Multicache ausgeschrieben. Aber im Lichtdienst steht nichts von dem Piling. Also gehe ich davon aus, dass man hier eine Dose oder irgendwo einen Hinweis finden soll. Werde ich mich nie allzu lange hier dran aufhalten. Da liegt was. Guck an hier. Offizieller Cache. Oh ja, niedlich. So. Ich glaube, ich hatte was gelesen von der Pinzette. Aber ich habe ja mein Schweizer Armeefeuerzeug einstecken. Vielleicht geht es mit dem auch. Ja, haben wir. Schweizer Armeefeuerzeug. Mit in China. Entfernung 46 Meter, Winkel 236. Kleines Holz im Totholz. Steht in der Sonne. Süden, Norden. Und 236 wäre dann hier hinter. Hier ein Weg hoch. Nimmt er noch auf, ja. Also 236 wäre ja jetzt theoretisch südwestlich. Von hier hinten kommt die Sonne.
Dann würde ich sagen, hier hoch, 46 Meter. Ich muss jetzt erst nicht groß umdenken. Hier bin ich genau am Suchpunkt, wo ich jetzt 46 Meter in Richtung Südwesten gehen. Das wird ja dann theoretisch der Weg sein. Und da vorne liegt Totholz. Man hat ja geschrieben, kleines. Kleine Dusche im Totholz oder so. Jetzt sucht er hier 13 Meter, das könnte ungefähr 10, 13 Meter sein, also die nächste da oben. Aber hier werde ich mich nie allzu lange aufhalten, wenn ich jetzt nicht gleich was sehe, dann hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. Zumal mein Telefon nur noch auf 24% steht. Erfahrungsgemäß steigt das dann schneller aus. 40, 46 könnte dort oben noch sein. Ach, könnte auch dort unten sein, das würde auch noch passen vom Winkel ungefähr. Ich habe jetzt nur abgeschätzt. 180 für die Hälfte, 2, 3, nee, ist ja fast nach Westen, würde ich bald sagen. Ist nämlich genau nach Westen. Also könnte das hier der Haufen sein. Hier ist allerdings auch viel Fußspuren. Da könnte man vielleicht noch mal drum rumlaufen. Wie zu erwarten, macht mein Handy jetzt die nächsten paar Minuten schlapp. Noch geht's, aber das lohnt sich nicht mehr weiter zu laufen. Den hier, das ist zwar das richtige Ziel. Ich habe jetzt in den Logs noch gelesen, da hat einer geschrieben, auch eine große Höhle ist nicht unbedingt leer. Aber habe hier nun doch nichts gefunden. Und da ich immer mal wiederkommen will, kann ich auch bei schöneren Wetter hier vielleicht noch mal suchen. Geht jetzt zum Auto. Da gibt es noch ein etwas verspätetes Mittagessen. Müsste jetzt langsam um 2, 2:30 sein oder so. Okay, 3:45 erst. Na gut. Eichhörnchen haben wir keine gesehen heute, hier im Eichhörnchengrund. Und einen Fuchs habe ich heute früh gesehen oder irgend so was ähnliches. Der rannte 100 Meter vor mir in den Busch. Und jetzt regnet sich das schon wieder ein, wie es aussieht. Jetzt gibt es noch eine Käse-Lauchsuppe. Hat ja gestern zum Kochkurs Kochen für Zahnleute noch was gekocht gehabt.
Und dazu gibt es noch eine Hopfensuppe. Sozusagen zwei Suppen.